Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und zwar bei der Scheune. Wir haben ja hier die komplette Fläche im Grunde erst einmal in Erde verwandelt und jetzt wird im Grunde hier draußen so Stück für Stück mal aufgebaut. Innen werde ich vielleicht auch noch was machen, aber jetzt kümmere ich mich erst einmal um den äußeren Bereich. So, ich möchte heute die Scheune bauen und hoffentlich auch fertig bauen. Ich muss mal nur gucken, ob ich das denn so hinbekomme, wie ich das mir vorgestellt habe. Weil es soll ja auch wieder ein bisschen, außergewöhnlich sein, wenn man so will. So. Und zack. So, dann hätten wir das. Dann möchte ich hier im Grunde Ich bin wirklich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Das habe ich mir aber schon gedacht. Ich wollte mir noch mal welche herstellen. Habe mich dann dazu entschlossen, dann erst einmal nicht das Ganze zu machen. So. Aber gut, dann komme ich jetzt nicht drum rum. So, ich habe mir auch schon alles vorbereitet, was ich im Grunde brauche. Ich mache jetzt mal, 30 Stück noch. So, ich brauche allerdings irgendwo eine Leiter, dass ich auch nach oben komme. Oh, die könnte man doch vielleicht gleich hier machen. Jawohl, der obere Teil soll ja auch ein bisschen besser ausgebaut werden. Wir machen die Leiter hier in die Ecke. Aber Moment, muss ich nochmal gucken, wo ich die habe. Das kommt nämlich raus. Ich habe mir nämlich gedacht, ich nehme nicht die normale Leiter, sondern ich nehme die Strickleiter. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich die finden kann. Gebaut habe ich sie aber, glaube ich. Hoffe ich. Glaube ich, hoffe ich. Ja, habe ich es vergessen? Wollte ich sie bauen, aber habe es dann doch nicht gemacht. Wo bist du? Da. Doch, Strickleiter. 10 Stück habe ich da gemacht. Habe ich die hier schon drin? Oder habe ich die... Ah, vielleicht habe ich die in die Kiste rein. Schauen wir mal. Ja, ich habe sie in die Kiste rein, alles klar. Weil hier habe ich dann im Grunde schon die wichtigsten Sachen im Grunde reingepackt. Passt. Ich will das bloß nicht sortieren, weil die untere Reihe, wenn man sieht, das sind die Sachen, die ich definitiv brauche für die Scheune. So, dann würde ich sagen, wir machen da einfach eine Strickleiter hin. Und fertig. So, hier sollte ich aber... Es ist 2 Blöcke hoch, ne? Im Grunde würde das ja ausreichen. Ich mache jetzt einmal hier diesen Seiteneingang und diesen kleineren Eingang hier. Nur 2 hoch. Allerdings den hier möchte ich um 1 höher machen. So. Warum? Das kannst du doch gleich so durchmachen. So. Jetzt wird es bloß blöd, weil ich glaube, ja, das habe ich mir gedacht, die Teile, die drehen sich nämlich nicht. Also von daher muss ich tatsächlich das so machen, dass ich die so hinmache. Zum Glück kann man hier so einigermaßen drauf laufen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich es noch höher machen soll. Eigentlich könnte ich dann nochmal eine Lage drauf machen, ne? Da, 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 da. Wir ziehen hier auf jeden Fall mal eine...
Ja, ich mache hier nochmal eins. So, aber hier gehe ich jetzt auch drüber. So. Und hier noch. Gut. Dann legen wir uns erst einmal hin, dass wir hier wieder ein bisschen Musik haben im Hintergrund. So, dann kann ich nämlich auch gleich die Leiter nach oben ziehen. Ja, ich finde das nicht immer so verkehrt. Das passt. So, das soll natürlich hier nach oben gehen. Jetzt ist die Frage nur, mache ich... Da habe ich natürlich jetzt zu wenig, ist klar. Jetzt ist die Frage nur, wenn ich das da habe, ob ich... das hier so mache und dann quasi als Abschluss das so lasse dann auch. Jetzt bräuchte ich trotzdem... Warte mal, oder kann ich da... Nee, weil das genau über dem Eingang ist. Aber das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Habe ich die da drin? Ja. Wie ist es denn mit den... Seilen? Nee, da muss ich irgendwie mich nach oben. Ja. Passt. Gehen wir mal nach oben. Ups. Okay. Jetzt natürlich die Schwierigkeit, ne? Machen wir jetzt mal 3 hoch. Ah, das waren jetzt 4. Da könnt... Oh ja, das lasse ich. Das lasse ich so. Das lasse ich so. Da noch hoch. So, hier mache ich nämlich dann... Okay. Schauen wir mal, ich hoffe, dass... Ja, gut. Auf jeden Fall mal wieder was Außergewöhnliches. Oh, das geht sogar. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann kommt hier... So, jetzt ist nur die Frage, das sind 2, 4, 5. So. Ich stelle mir halt da schon wieder irgendwas Besonderes vor. Nur ob das jetzt so klappt, wie ich das gerne haben möchte, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich müsste mal in den Ego. Ah, da vorne komme ich nicht hin.
hier? Okay, perfekto. Hier soll nichts weiter hin. Das soll offen bleiben. Ich bin echt mal gespannt, wie das hinhaut. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie schaut denn das aus? Achso, das geht nicht. Okay. Das Seil geht bis da hoch. Da machen wir da. So, ich kann heute irgendwie nicht so richtig schön dazu erklären, was ich genau jetzt vorhabe. Weil irgendwie entsteht es nämlich auch gerade erst. Bin so ein kleines bisschen planlos und auch nicht. Also schauen wir mal, wie schaut denn das aus? Oh ja, das ist nicht immer so verkehrt. Das schaut sogar besser aus, als ich jetzt gedacht habe. Okay, wie viel haben wir denn da? 2, 4, 6, 7. Das heißt, wäre hier einer, da einer, dort einer. Cool. Das haut sogar genau hin. So, warte mal, dann mache ich... Ha, da fehlt mir jetzt einer, ne? Weil da würde ich nämlich da gerne auch noch einen hinmachen. Das ist nur die Frage, ob ich die hier vielleicht wegklopfe. Und dann das lieber so mache. Also das Seil soll halt im Grunde sein, dass man hier so eine Art Runderrutsche hat. Mal gucken. Mal gucken. So, da habe ich jetzt nur noch einen. Da würde ich aber gerne mehr noch haben wollen. Ich mache hier gleich mal 20 wieder. Ich würde nämlich gerne... Achso, geht nicht, okay. So, dass es nach hier oben gezogen ist, dann ist es so ein kleines bisschen abgesperrt. Vielleicht hier noch. Und vielleicht dann auch hier noch. Jep. Das ist, glaube ich, nicht einmal so verkehrt. Das mit dem Seil, ich bin mir jetzt ja nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht doch um eins rüberziehe. Ich denke, es wäre sogar sinniger, dass wir das dann hier runter machen. Ja, das machen wir. Das können wir, denke ich, mal so machen. Erstmal ums Untere noch kümmern. Ja, das ist gut. Dann kann man hier rein. Hier kann man im Grunde runterrutschen. Oh, das ist gut. Dann würde ich aber auch sagen, soll es das an Schnickschnack gewesen sein. Wir tun mal
die Dinger hier weg. Die Tür brauche ich jetzt auch erst einmal nicht mehr. Einmal kurz an die Truhe. So. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall diese Dinge hier. Als allererstes. Oh, halt. Nimm die Lampen vielleicht noch mit raus. Es kann nicht schaden, wenn wir da gleich noch mit Lampen arbeiten. Das Zimmer wird etwas schicker. Naja, das freut mich doch. Noch irgendwo eine Lampe? Ja, da kommt man ja trotzdem hin, oder? Ja. Ja, aber es schaut trotzdem irgendwie doof aus, ne? Da kann ich keine hinmachen. Da können wir noch eine hinmachen. Ja, dann passt's doch. So, wir brauchen Heuballen. Dann machen wir mal einen hier hin. Eine machen wir da vorne hin. Wir brauchen ein Feuerholz. Das eine Feuerholz würde ich gerne dahin legen. Wir brauchen das Werkzeug. Wir brauchen einen Topf. Stellen wir unter die Lampe. Und wir brauchen Seile. So, die Seile würde ich allerdings eher auf Kisten legen wollen. Von daher tun wir mal die Sachen hier noch raus. Die Truhe brauchen wir sowieso. So. Ein Ledersäckel. Den kann ich da leider nicht hinmachen. Den könnte ich aber dann daher machen. Machen wir da noch eine Fessel hin. So, und dann brauchen wir eben unseren Strick. Und schon haben wir eine große Scheune. Du kommst da noch hin, du kommst dorthin. Wir brauchen auf jeden Fall auch außen ein kleines bisschen Deko. Von außen natürlich Lampen hin. Halt, da möchte ich ja noch was anderes machen. Machen wir da mal noch so einen Sack hin. Und dort mal. So. Ich würde sagen, wir brauchen das Zeug jetzt erst einmal nicht mehr. Das ist gut. So, warte mal. Geh mal ganz kurz auf deine Hände. Weil ich würde nämlich den Tisch einfach nur mal rüberstellen. Genauso das Bett hier. Einfach nur mal hier rüber. So. Hier soll nämlich dann gleich noch was hin. Und da könnten wir den Boden auf jeden Fall mal tauschen. Und zwar in diese Dinger hier. Jawohl. Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich von den Dingern habe. Wahrscheinlich nicht genug. Zwei habe ich noch. Das ist aber dann auch doof, ne? Außer ich gestalte die Ecke hier so ein kleines bisschen anders. Das wäre ja egal, ne? Das ist ja eigentlich ist es ja egal. Das kann man ja machen. Warte
Das mache ich hier. Da ist jetzt die Frage, da könnte ich eine einzelne Tür reinmachen. Hier mache ich zwei Fenster rein. Und hier machen wir zwei Fenster rein. Allerdings nicht die normalen Fenster, sondern da nehme ich mir jetzt halt nochmal die... Warte mal, ich brauche auf jeden Fall Fässer, ich brauche Töpfe. Muss ich es doch wieder raustun? Ich nehme mal die Ledersäcke raus. Ich weiß nicht, ob ich eine Truhe brauche, aber ich denke ja. Und dann würde ich sagen, wir machen hier Netze. 2, 4. Yep. 5. Das müsst ihr dann trotzdem als Raum zählen. Weil ich glaube, die Netze machen ja zu. Die kann man ja als Fischernetze auch machen. Also von daher ist es, denke ich mal, nicht verkehrt. So, machen wir mal da so ein Ding hin. Machen wir mal einen Topf drunter. Wir machen zwei Fässer dahin. Da noch ein Fass. Da zwei Fässer. Da ein Fass. Bei den Töpfen bin ich mir nicht sicher. Das werden wir aber gleich sehen. Und dann eben, glaube ich, eine Truhe, die soll dann da vorne gleich an der Bank stehen. So, wir machen uns einmal diese Keramikleuchten nochmal. Ich mache jetzt da gleich einmal 5, weil ich denke, die werde ich noch ein paar Mal öfters brauchen. Und ich brauche eine bestimmte Tür. Und zwar würde ich sagen, die hier. Ne, keine Schiebe. Wir machen hier so eine hölzerne Tür hin. Kleiner Raum. Okay, es zählt jetzt halt nur als kleiner Raum. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern sich das ändern wird, wenn ich jetzt die Lampen da noch hinmache. Zimmer wird nur schicker. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz in den Almanach rein. Räume. Und zwar suche ich diesen Abstellraum. Nee, keine Toilette. Scheune, Rüstkammer, Schmiede. Zelle, Abstellkammer. Hier haben wir sie. 5 Töpfe und eine Truhe. Okay, wir haben jetzt nur 2 Töpfe da. Wir brauchen also nochmal 3. Schauen wir mal, ob es klappt. Töpfe. Wahrscheinlich hier, ne? Ja. Hier würde ich gerne nochmal 3 Stück machen. So. Einmal. Zweimal. Und den letzten stellen wir da noch hin. So, damit haben wir eine kleine Abstellkammer. Wunderbar. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir die nicht sogar offen lassen oder legst du dich jetzt tatsächlich da oben hin zum Schlafen? Naja, gut. Ich glaube, das soll wirklich nur so ein kleiner Raum werden. Das soll auch das Dach nicht einmal so arg werden. Deswegen würde ich sagen, machen wir... Was habe ich denn noch an Holz? Was habe ich denn noch so? Da habe ich noch 8 Stück. Rinde habe ich ganz viel, aber ich möchte keine Rinde verballern. Ja, warum nicht? Nehmen wir halt das helle Holz. Das ist ja im Grunde egal.
Dann haben wir die Abstellkammer. Wir machen hier auch eine Lampe. Wir machen auch hier von außen eine Lampe. Ich weiß nicht, da brauchen wir keine, denke ich. Wir können aber hier auf jeden Fall noch ein bisschen mit Deko arbeiten. Der König liegt in meinem Bett. Na, das ist Frechheit. So eine Frechheit. So, ansonsten gefällt mir die natürliche Scheune hier recht gut, muss ich sagen. Finde ich nice. Habe ich hier jetzt noch was drin? Achso, die hauen mir da natürlich jetzt halt unterschiedlichstes Zeug rein. Das ist ja auch ganz klar. Gut. Da haben wir dann quasi die Abstellkammer. Was ich auch nicht schlecht finde und passt. Also sie nutzen das auf jeden Fall und darum ging es mir hauptsächlich. Von daher schiebe ich mir jetzt mal so einen leckeren Happen hier rein. So, hätten wir quasi die Scheune fast schon fertig. So. Bevor ich jetzt allerdings die Steine hier wieder rausschmeiß, würde ich gerne nochmal ganz kurz reingehen in die Schmiede und würde da gerne den Boden noch austauschen. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich das so hinbekomme. Ja, ich habe genug. Also ich würde gerne das auch unter dem unter diesen Dingern haben wollen. So, hier geht's leider nicht, oder muss es nicht sein? Da kann ich auch jetzt halt zumindest bis dahin. Ja, da ist halt die Schmelze jetzt gerade im Weg. Da haben wir nichts. Aber da haben wir noch. So, das Eck fehlt halt da hinten. Und auch da hinten fehlt jetzt das Eck. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt mal egal. Mir ging es hauptsächlich darum, dass wir hier den Boden innerhalb der Schmiede auf jeden Fall getauscht haben. Und das haben wir. Das haben wir. So, gehen wir wieder raus, dann kann ich nämlich die Steine auch wieder wegmachen. Oh, das schaut schon nice aus. Ja, freut mich. Freut mich echt. So, für das Dach. Du kommst jetzt mal weg. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier bei dem ganzen Zeug schon was habe für das Dach, was ich hier machen möchte. Die Abstellkammer soll bitte das hier bekommen. Ein anderes Dach habe ich nicht, ne? Okay. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall davon nochmal welche, weil 14 Stück reichen da nicht. 2, 4, 5, 6, 12, ja. Normalerweise sollte es reichen, wenn ich hier nochmal 10 Stück mache. Machen wir mal 10 Stück, das reicht. Das sind 5, 10, ja, sollten wir auf jeden Fall genug haben. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, brauchen wir auf jeden Fall nochmal 10 Stück. 2, 4, 5, 5 mal 5, 25. Ja, brauchen wir nochmal. Sorry. Aber ist klar, ich habe jetzt ja das 5 mal 10 gesehen, dann hätten 20 gereicht, aber das sind ja 5 mal 5 hier die Fläche, also brauchen wir auf jeden Fall 25. Geht nicht anders, haben wir halt mehr. So, und die Scheune selber würde ich gerne mit dem Holzdach machen. Da ich jetzt nicht weiß, wie viele ich brauche. Ich brauche immer nur eine Rinde, ne? Ich mache jetzt mal 100 Stück. Hier mache ich nur einmal 10. Von denen mache ich jetzt mal nichts und von denen auch nicht. Das entscheide ich dann quasi, wenn es so weit ist. So, habe ich. Irgendwo eine Möglichkeit, komplett nach oben zu kommen? Ja, ne, hier.
Aber ich habe nur 4 Leitern. Da brauchst du mehr. Aber die da finde ich halt auch so nice, ne? Gerade für die Scheune. Ich glaube, ich mache hier nochmal 20 Stück. Ja. So. So. Jetzt muss ich wieder so hantieren. So, da muss ich dann irgendwie schauen, dass ich das von der Seite mache. Moment, probieren wir mal. Ja, das tut es nämlich dann automatisch. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt gedacht, das haut nicht hin. Aber es geht sogar besser. Wunderbar. So, hier oben ist jetzt natürlich das Problem, ne? Wie verbinde ich die Teile? Ich komme eigentlich um Holz gar nicht drum rum. Ich würde allerdings sagen, dass ich einfach das helle Holz nehme. Das ist ja, im Grunde ist es ja wurscht, ne? Ich glaube, das geht definitiv schneller als wenn ich das separat mache, also einzeln mache. So, gucken wir mal. Wir müssen jetzt von hier. Also in der Ego, wenn man ist, ist es immer so ein ganz komisches Gefühl, wenn man, wenn man so das bisschen denkt, man wird gleich runterfallen. So. Dann würde ich aber sagen, mache ich hier oben die, den geraden Abschluss. Das würde mir, glaube ich, sogar besser gefallen. Die Fenster werde ich nicht einmal reinmachen. So, hier möchte ich es offen lassen. Das soll ein bisschen so sein wie, keine Ahnung, so ein Abwurf. Wie auch immer. So, schauen wir mal. Das finde ich nicht einmal so verkehrt, das Dach hier. Geh mal da wieder in den Ego. Gefällt mir wesentlich besser. Gut. Na? Nicht so weit? Nicht mit der Kelle, bitte. Hammer, bitte. Da schiebe ich mich sogar weg. Nice. Okay. Yep.
Gefällt mir. Jetzt möchte ich noch mal gucken, wie das... Na, okay. Da kann ich es dahin machen. Aber hier funktioniert es nicht. Ah, dachte ich mir. Das dachte ich mir fast schon. Das ist übel. Ja, jetzt liegst du da... Jetzt habe ich schon gedacht. Okay, eigentlich wollte ich dieses Dach, ich weiß jetzt bloß nicht, ob das geht, eigentlich hier dran machen. Aber das funktioniert nicht. Ist aber egal. Man könnte es im Grunde hier so als Eingangsdach machen. Aber das sieht auch ein bisschen komisch aus. Jetzt wäre es nur die Frage, wie schaut es denn aus, wenn ich sowas dahin mache? Wäre aber wahrscheinlich das hier jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Warte mal. Das wäre schon eher was. Ja, ist zwar ein bisschen komisch, aber doch, kann man machen. Kann man machen. So, schon wieder 37 Minuten, das ist der Hammer. Leute, an der Stelle muss ich mich jetzt dann schon wieder verabschieden, aber morgen kommt ja auch gleich der nächste Part und dann werden wir uns darum kümmern, dass die hier auch, kann ich da arbeiten, dass die hier auch was zu tun haben. Also es soll ja nicht einfach nur eine Scheune sein, sondern es sollen ja auch die Felder dazu sein. Und darum werden wir uns dann im Grunde um den im morgigen Part kümmern. Wenn euch der Part heute gefallen hat, würde es mich echt freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr Kommentare da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut und ciao, ciao.